Hallo liebe Dinosaurierfreunde, herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil meines LEGO 2020 Jurassic World Specials hier auf meinem Kanal. In diesem Video soll es um das Indominus Rex versus Ankylosaurus Set gehen. Los geht's mit dem Review. Wie immer fangen wir hier mit der Verpackung des riesigen Sets an. Ich krieg's ja kaum auf meine Review-Fläche. Okay, also Owen mit Raptor, das kennt ihr nun schon, hier oben ebenfalls alles gleich. Die Artikelnummer ist die 75941, Indominus versus Ankylosaurus. Wir haben in dem Set natürlich den Indominus Rex, den ganz neuen Ankylosaurus. Dann können wir hier uns nochmal die Minifiguren anschauen. Wir haben hier Owen Grady, Claire Deering, Gray Mitchell, Zach Mitchell, den Parkmitarbeiter und natürlich die zwei Dinosaurier. Entsprechend ist hier noch eine Gyrosphere und die Gyrosphere-Station enthalten. Schauen wir uns hier die Rückseite des Sets an. Wir haben hier diese Gyrosphere-Station nochmal abgebildet mit der Gyrosphere. Wir haben hier eine Bahn, die hier mit eingebaut ist. Natürlich die zwei großen Ungetüme. Und hier unten haben wir noch weitere Fotos, was es hier noch an Besonderheiten gibt. Zum Beispiel, dass der Ankylosaurus hier eine Schwungfunktion hat, beziehungsweise, dass man hier an die Bäume irgendwie einreißen kann. Und hier nochmal eine Szene, wie sie im Film vorkommen könnte. So, öffnen wir das Set. Wie immer, ich bin Sammler. Ich schneide die Verpackung immer so auf, dass sie auch wieder verschlossen aussehen, als wenn sie nie geöffnet wurden. Daher verwende ich hier mal ein Messer dazu und schneide das Ganze sorgfältig auf. So, schauen wir herein, was hier in dem Set ist. Ich schütte einfach mal den ganzen Kram aus. So, eine Menge Plastik. Wir fangen hier vorne an. Wir haben hier den brandneuen Ankylosaurus. Dann haben wir hier eine Tüte. Hier ist die Teile von der Gyrosphere drin, beziehungsweise Baseplatten. Dann haben wir hier noch eine Tüte mit diversen Beinchen vom Ankylosaurus. Dann haben wir hier Bauschritt Nummer 4. Bauschritt Nummer 2. Bauschritt Nummer 1. Bauschritt Nummer 3. Und abschließend den Indominus Rex. Ganz zum Schluss haben wir natürlich hier noch die Anleitung. So, jetzt habe ich hier mal das Ganze aufgeschnitten. Wir haben hier natürlich, wie bei Lego üblich, einen Stickerbogen mit dabei. Und hier ein richtiges A4-Anleitungsheft, was auch richtig dick ist. Also hier sind alle Bauschritte drin. Gut, ich würde sagen, ich baue das Ganze wieder für euch auf, mache einen Zeitraffer und wir sehen uns nach dem Aufbau. Nun das komplette Set aufgebaut. Schauen wir uns wie immer zuerst die Minifiguren an. Beginnen wir mit Zach und Gray Mitchell. Ich finde es sehr schön, dass diese beiden Figuren hier in diesem Set enthalten sind, da das Set sich ja am Film orientiert. Und wir können hier bei Zach das karierte Hemd sehen. Zudem hat er eine wollige Haarpracht auf dem Kopf und er freut sich gerade hier. Zudem hat er die kürzeren Beine. Gray hat wie im Film ebenfalls eine graue Jacke an, einen braunen Pullover, hat hier die Haare ein wenig zur Seite und trägt eine schwarze Hose. Auf der Rückseite können wir sehen, dass Gray eine Kapuze trägt und bei Zach ist auch das karierte Hemd auf der Rückseite sichtbar. Und hier könnt ihr die Gesichter von der anderen Seite sehen. Zach ist hier ein wenig missmutig und Gray ist hier erschrocken. Kommen wir nun zu unseren Helden aus dem Film, der Owen Grady und Claire Deering. Bei Owen sehen wir hier das Standard-Film-Outfit, welcher er in vielen Sets anhat. Und auf der anderen Seite haben wir Claire Deering, die hier in ihrem leicht eleganten Outfit daherkommt. Bei ihr ist hier schön in der Mitte die Taille angedeutet, beziehungsweise der Haarschnitt ist hier ein anderer als in den anderen Sets. Und auch die Rückseiten sind hier bedruckt. Bei Claire sieht man ebenfalls von hinten die Taille und bei Owen die Lederweste. Und das alternative Wendegesicht ist hier das gleiche wie in allen anderen Sets ebenfalls. Kommen wir hier zum Gyrosphere-Mitarbeiter. Dieser hat eine braune Jacke an. Darüber trägt er ein Schlüsselband mit einem Ausweis. Daneben könnt ihr noch das Jurassic World Logo sehen und ein Funkgerät hat er auch mit dabei. Außerdem trägt er eine braune Basecap. Und auch hier auf der Rückseite ist das Jurassic World Logo zu sehen. Diese Figur muss nur mit einer Gesichtsvariante auskommen. Schauen wir uns hier das Gyrosphere Schild an. Das ganze Set ist hübsch gemacht. Wir haben hier vier Aufkleber, die wir hier aufkleben müssen. Zum einen unten diese angedeuteten Knochen, die Fossilien.
Dann das Gyrosphere-Schild an sich selbst. Das besteht ebenfalls aus zwei Aufklebern. Und oben die Gyrosphere ist ebenfalls ein Aufkleber. Auch hier sind witzige Details untergebracht, wie hier das Lego-Männlein, was in der Gyrosphere sitzt. Werfen wir einen Blick hier auf die Bäume. Die Bäume sind hübsch gemacht, haben zwei verschiedene Höhen. Was besonders hübsch ist an diesem Set ist, diese sind erstmal hier ein wenig wackelig gelagert. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass man hier diesen Splint rausziehen kann. Und wenn man den rauszieht, dann kippt der Baum zur Seite. Dadurch lassen sich im Prinzip schöne Szenen mit den Dinosauriern nachstellen. Dieses funktioniert natürlich bei beiden. Wenn man das in verschiedene Richtungen macht, fallen die in verschiedene Richtungen um. Auch hier gibt es nette Details zu erkennen, wie zum Beispiel verschiedene Pflanzen und Blüten. Kommen wir nun hier zum größten Teil des Sets, der Gyrosphere-Station. Die Station ist meiner Meinung nach sehr liebevoll umgesetzt. Es besticht durch viele schöne Details. Beispielsweise haben wir hier nette Geländer, die hier über solche Roboterarme gelöst sind. Das Ganze ist auch schön bewachsen von diversen Ranken. Einige Pflanzen sind im Gebäude richtig verankert. Das Geländer der Station wurde hier mit hübschen Details verziert, wie hier diese Gittersteine. Auch das Dach wurde hier in einer schönen Form umgesetzt. Beispielsweise hier finden sich auch schöne Stützelemente. Besonders schön wurde hier dieser Eingangsbereich umgesetzt. So kann man hier ein realistisches Parkleben nachstellen. Der Kassenbereich der Station ist auch von hinten hübsch umgesetzt. So hat hier eine Minifigur Platz, um sich auf diesem Drehstuhl hinzusetzen. Auch hier ergeben sich wieder nette Details wie dieser Kalender sowie dieser angedeutete Überwachungsbildschirm. Der Zutritt zu den Gyrospheres wird hier durch ein Drehkreuz geregelt, welches aus einem Propeller umgesetzt wurde. Hier könnt ihr nun den abgesperrten Startbereich der Gyrospheres sehen. Dieser ist hübsch umgesetzt. Wir haben hier vorne einen solchen Hebel. Wenn wir diesen Hebel nach vorne kippen, dann wird die Gyrosphere hier in Bewegung gesetzt. Damit sich die Gyrosphere in die richtige Richtung bewegt, muss man das Ganze ein wenig mit Schwung machen. Die Bahn hat hier an der Seite eine solche Begrenzung, damit die Kugel überhaupt in die richtige Richtung rollen kann. Das Ende der Bahn ist mit solch einer Rampe ausgestattet. Der Auswurfarm ist hier mit grüner und roter Beleuchtung ausgestattet. Auch hier finden sich nette Details wie diese Anti-Rutsch-Riffel-Bleche. Werfen wir einen kurzen Blick hier auf die Gyrosphere. Diese ist baugleich zu den anderen Gyrospheres, die bisher in allen möglichen Sets von Jurassic World erschienen sind. Wir haben hier innen drin ein bewegliches Teil, wo man eine Minifigur draufsetzen kann. Das Ganze wird hier seitlich über diese Klappen geöffnet. Auf beiden Seiten, dann kann man das Ganze hier auseinanderziehen. Und kann hier also die Minifigur, in dem Fall setze ich hier mal Gray rein und dann machen wir das Ganze wieder zu. Aufpassen, dass wir das richtig zumachen. Wir haben hier auf beiden Seiten diese Steine, mit dessen Hilfe man hier das Ganze wieder verschließen kann. Und so sitzt dann eine Minifigur in der Gyrosphere. Bei der Innenausstattung hat man sich auch wieder an dem Jurassic World Film orientiert, denn wir haben hier dieses Display, in dem Vorschauvideo in der Gyrosphere eben der Forscher etwas in die Luft gehen lässt. Schauen wir uns nun die Dinosaurier des Sets an. Hier könnt ihr den neuen Ankylosaurus sehen. Bei dem Ankylosaurus handelt es sich um eine völlig neue Figur. Aber natürlich hat Lego auch bei dieser Figur Teile wiederverwendet, wie diese Beinpaare. Diese sind baugleich mit dem vom Triceratops. Beim näheren Hinschauen sieht man hier leider unschöne Sachen. Hier kann man vier Punkte erkennen, die dafür da sind, dass der Stein auf der gegenüberliegenden Seite hält. Allerdings schaut das Ganze hier raus und die Farbe ist an den Stellen auch schon zum Teil abgekratzt, obwohl es sich hierbei um nickelnagelneue Figuren handelt. Der Rücken vom Ankylosaurus ist mit zahlreichen Panzerplatten und Stacheln ausgestattet. Der Schweif vom Ankylosaurus ist hier aus einem gummiähnlichen Material gefertigt. Der Kern besteht auch aus Plastik. Das Ganze ist hier mit einem Technikteil verbunden. Und man kann das Ganze hier hin und her schwingen. Leider ist hier keine Feder drin. Das wäre noch cool gewesen, wenn man hier einfach irgendwie eine Feder mit eingebracht hätte. Dann hätte man das Ganze irgendwie schnipsen lassen können. Ja, so muss man das hier irgendwie von Hand machen. Man kann das zwar hier durch zurückziehen und etwas gegenhalten, kann man auch diesen Effekt erzielen. So, schauen wir uns mal die Unterseite vom Ankylosaurus an. Wir können hier also diesen Technikstein sehen, auf dem das Ganze gelagert ist. Also eine Achse. Und ja, jetzt nehme ich mal meinen Daumen weg. Da haben wir die Katastrophe. Sorry Lego, aber das finde ich echt nicht besonders schön. Das gefällt mir echt nicht gut. Also wenn man den Ankylosaurus so hinstellt, dann geht es natürlich. Aber wenn man hier von unten reinguckt, das ist mir persönlich ein bisschen zu viel des Materialsparens. Ja, also hier hätte man das ruhig zumachen können. Zudem ist auch der Kopf hier in keinster Weise beweglich, da das alles ein einziges Teil ist. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, das sieht zwar ganz nett aus so für Lego-Verhältnisse, aber hier unten dieses Loch, das ist echt, also
Nee, gefällt mir nicht. Ich habe wirklich selten Kritik an Figuren, aber das, ich kann es nochmal zeigen hier, das ist wirklich sehr unschön. Klar, die Füße sind natürlich hohl, das ist logisch, muss ja sein bei Lego. Man kann das Ganze ja auch bewegen. Und was ich auch interessant und neu fand, man kann die Figuren natürlich auseinanderbauen. Ich mache das jetzt hier mal fix. Und kann die Figur auch öffnen. Das ist auch ein bisschen ulkig gemacht. Die anderen Lego-Dinosaurier, die sind irgendwie alles ein Teil. Ja, und ich habe hier diese Oberschale. Ich weiß auch nicht, aber von diesem Ankylosaurus bin ich irgendwie nicht so richtig begeistert. Ansonsten ist der Ankylosaurus in einem ganz hübschen Farbton so gestaltet. Auch hier mit den grauen Zacken, das passt eigentlich ganz gut. Auch das Gesicht ist ansonsten ja relativ in Ordnung, finde ich. Es ist halt eine Lego-Figur, ne? Es sind jetzt keine Action-Figuren. Aber ja, okay. Schauen wir uns mal die nächste Figur an. Das Beste kommt zum Schluss. Wir schauen uns jetzt hier den Indominus Rex an. Schauen wir uns hier zuerst den Körper an. Also der Körper wurde hier in einem hellgrauen Kunststoff gegossen und hat hier eine silberfarbene Schuppenbedruckung. Der Kopf ist natürlich hier der gleiche wie bei dem Set aus 2015. Dieses Exemplar hat leider auf der einen Seite ein etwas verschmiertes Auge. Diese Seite ist gut bedruckt. Hier nochmal der Anblick von vorne. Natürlich kann der Indominus auch sein Maul öffnen. Er hat hier mehrere Rastpunkte, an dem das Gelenk einrastet. Die Innenseite vom Maul ist natürlich nicht bemalt. Der Körper, die Beine und der Schwanz sind baugleich mit dem Carnotaurus aus dem Set von 2018. Auch hier ist die Schwanzspitze wieder aus Gummi. Gegenüber dem Lego-Set von 2015, wo der Indominus das erste Mal aufgetreten ist, hat man hier bei dieser Version die Arme erneuert. Das sind also andere Arme wie bei dem 2015er Set. Die 2015er Arme bestanden aus zwei Teilen. Man konnte hier also das Handgelenk noch ein wenig drehen. Ich glaube, das sind die gleichen Arme, die auch jetzt der Indoraptor hat. Was ich hier besonders schade finde, ist, dass der komplette Arm innen drin hohl ist, beziehungsweise hat man hier auf der Innenseite noch so eine Noppe. Wahrscheinlich kann man damit irgendwas festklemmen oder noch irgendeinen Stein draufstecken. Zudem die Lego-Dinos ja alle an der Hohlbeinkrankheit leiden. Das war sie jetzt, die letzte Review hier zu den neuen 2020er Lego-Sets aus der Reihe von Jurassic World. Ich muss sagen, mir gefällt das Set so im Großen und Ganzen ziemlich gut, weil es nah am Film ist. Wir haben viele zahlreiche Minifiguren dazu. Wir haben den Ankylosaurus dabei, wir haben den Indominus Rex dabei. Grundsätzlich alles in allem ein sehr schönes Set. Was mir jedoch nicht gefällt, ist wirklich dieser löchrige Kopf von dem Ankylosaurus. Ich finde, das hätte man wirklich besser lösen können, auch dass dieser keine Bewegungspunkte hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal. Wenn ihr weiteren Content zum Thema Jurassic World sehen wollt, klickt in meine Playlists. Auf Wiedersehen, wenn es wieder heißt Dinosaurs, Toys and Merchandise. Tschüss!